So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Müll wegbringen, guck dir das an. Nein, eine neue Folge Pokémon Go. Wir bringen gerade den Müll weg. Karton, Pappe, Katze, alles wird weggebracht. Gelbe Säcke haben wir nicht. Hätten wir jetzt einen gelben Sack, wow, den könnte man wieder da hochschleudern. Nee, aber eigentlich geht es um was anderes. Überladungsstrom. Ach du meine Güte, in Meiningen, das sind die Müllcontainer anders. Guck dir das mal an. Nee, da war Feuer. Da ist Pappe und hier... Da hat es gebrannt, irgendwer hat sie angeschmissen. Da ist der Ramses wieder ausgerastet und jetzt ist die Tonne einfach... Das sieht gut aus, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. So. Was ich auch noch nicht gesehen habe, ist mein Shiny Jirachi. Und wie das aussieht und wie gut das ist und ob das überhaupt shiny ist und ob ich es überhaupt jetzt schon abholen kann. Deswegen tun wir kurz mal den Müll weg, melden uns gleich, wenn wir das shiny Jirachi aus der Meisterwerksforschung abholen. Das machst du aber schön. Gurke auf. Beutel fort. Zack, ist das. Und dann wird er fort. Guck dir das mal an. Ich da der Schlüpfer drin. Wie eklig. Oh, da ist ein Loch hinten. Guck mal. Ja, den hat mein Onkel da reingelegt, zum, falls mal irgendwas ist, zum Saubermachen. Oder um den Ölstab abzuschmieren. Das ist normal, das sieht den Jungs Autos aus. Nö. Jetzt ist Shiny Jirachi abholen, ja? So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Spielplatz in Meiningen. Möchte natürlich das Shiny Jirachi abholen. Ich kann es dir nochmal sagen, im Spezial-Tab. Nichts wie raus und go. Ja, das geht ja erst demnächst weiter. Aber Meisterwerkforschung, erfüllter Wunsch, 5 von 6. 1000 Staub, 7 goldene Bären, 4000 Staub nochmal. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon drin ist oder erst auf der letzten Seite. In der vergangenen Forschung war es ja immer auf der vorletzten und am Ende gab es einfach nur noch dreimal Belohnungen zum Abholen direkt. Drücken wir hier drauf. Boah, guck dir das an. Eine Sternschnuppe, ein Wald, es ist dunkel, ein matschiger Weg. Da kommt jetzt ein grelles Licht angeflogen. Und ist bestimmt wieder mega schlecht, aber hey, ein shiny Jirachi. Und jetzt müssen wir das eigentlich nur noch fangen. Ja, fangen! Es war sonst immer so, dass man drei Bälle werfen musste und erst im dritten Ball war das dann drin. Hier scheint es auch so zu sein. Es kommt im ersten nämlich raus. Es bewegt sich kein Stück. Es geht nicht hoch, es geht nicht runter, es geht nicht links, es geht nicht rechts. Es bleibt einfach in der Mitte sitzen. Einmal haben wir sogar großartig gecurved, obwohl man da ja noch nicht mal einen Fangkreis sieht, wo man weiß, dass man da reinwerfen kann. So, 1, 2, 3, es ist drin. Hey, wieder? Ist das jetzt selten, ist das nicht selten? Das ist immer die Frage. Theoretisch kann man ja einfach, jeder, der die Forschung kauft, kriegt das sowieso garantiert. Also ist es ja eigentlich nicht selten, weil es ja jeder haben kann. Es gibt Dinge, für die muss man was tun und die hat nicht jeder und man hat auch keine garantierte Chance drauf. Jetzt müssen wir es noch einmal bewerten und haben 3 Sterne, Meiningen, Thüringen. Angriff 12, Verteidigung 11 und KP 15. Ich weiß gar nicht, wie gut das normale Jirachi ist, was wir hatten. Wir können uns das normale Jirachi ja auch mal angucken. Das habe ich sogar auf Level 40 gepusht. Ich habe nämlich irgendwann mal eine Max Art Monday Folge gemacht. Da habe ich alle mysteriösen Pokémon auf 40 gepusht. Hey! Das letzte Jirachi, was ich hatte, war sogar noch besser, hat auch 3 Sterne gehabt, aber war viel besser. Mit 13 Angriff, 14 und 13. So. Egal, das ist der Unterschied. Habt ihr euer Jirachi schon abholen können? Wie lange braucht ihr noch für euer Jirachi? Wie fandet ihr die Forschung? Wie fandet ihr die Aufgaben? Was ich jetzt damit mache, weiß ich nicht. Pushen werde ich es erstmal nicht. Habe auch keine Bonbons. Tauschen kann man es nicht, also verschenken ist unmöglich. Theoretisch könnte man es auch nicht verschicken, so wie ich das immer verstehe. Also würde ich sagen, war es das erstmal. Von meinen. Achso, ne, warte mal, ich muss so den Rest noch abholen von der Aufgabe. Ja. Marie, du bringst mich ganz durcheinander. Und hier ist noch ein Sternstück, ein Glücksei, nochmal EP, nochmal Staub und 20 Bonbons.
20 Shirachi-Bonbons noch dazu. Und jetzt ist diese Forschung auch vorbei. Ne? Thomas wird jetzt Käsekuchen sagen. Wieso denn? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Rampus. Bis der Decke.